Hallo und herzlich willkommen bei Kirsten Sorrentine. Mein Name ist Sorrentine und wir spielen Evil Within. Ja, an der Stelle, wo ich letztens stehen geblieben bin, weil ich ja nicht weiterkam. Da habe ich jetzt nämlich auch schon einen Plan. Ja, okay, das sah jetzt los. Gehen wir mal da rein, weil dann sieht er uns ja nicht. Hoffe ich. Was ist denn jetzt explodiert? Hatte der Dingens dabei? Weiß das gar nicht mehr. Ich habe nur Angst vor diesem Komischen da, der so aussieht wie der da, ne? Wisst schon, wen ich meine. Ja, komm, bringt nichts. Er scheint explodiert zu sein, okay. Ach ja, stimmt, da war ja dieses Seil da. Okay, jetzt macht er das. Ich hoffe, er geht jetzt nämlich in den Raum rein. Geh in den Raum. Geh in den Raum. Ein liebes, gruseliges Dingsbums da. Wieder rein, ja, nein, ja. Oh. Ey, warum? Das war doch aus. War nicht aus? Nö, war nicht aus. War nicht aus. Ja, gut, passiert. Meine Güte. Ne? Mein Pony, ne? Der. So, jetzt reiße ich mich mal so ein bisschen am Riemen, weil wir spielen das ganze Spiel ja auf total easy. Ja. Total easy. Jetzt muss ich mal die Arschbacken zusammenkneifen und mal klarkommen hier. Das geht nämlich nicht so weiter. Oh. Soll der ruhig mal gucken. Wir sind da. Guck mal. Ja, gucke mal. Wo bin ich denn? Ja, hallo. Bumm. So, jetzt guckt nämlich der andere. Ne? Der kommt jetzt und sagt, ey, was ist hier los? Und dann sag ich, nichts ist hier los. Das Problem ist echt, ich weiß ja nicht, ob der wirklich dann jetzt hier hinkommt oder nicht. Deswegen, oh, haben wir genug gewartet. Ah ja, ist fertig mit gucken. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, nehmen wir mal eine Granate mit, ne? Weil der fummelt nämlich jetzt da rum. Und hat es angemacht. Er kann da aber natürlich drüber laufen. Wir nicht. Ja. Wir dürfen das. Ist fertig? Nein? Musst du nochmal gucken? Nein, machst du das? Okay, da können wir jetzt nichts dran ändern, dass das aus ist. Das müssen wir dann gleich machen. So. Geht er dahin? Da ist kein Zombie mehr, ne? Nee. Wo ist er jetzt? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Shit. Meh. Doch, da ist er. Okay. Watschelt hier so lang. Bist jetzt mal fertig, damit ich da irgendwo langlaufen kann? Eventuell? Er lässt sich Zeit. Da, dein Gerät ist ausgegangen. Geh nochmal gucken. Wir müssen irgendwie an, wenn der da ist, gucken, dass wir irgendwie an diese Kacktür kommen. Ich weiß jetzt nicht, der dreht bestimmt immer so eine Runde oder so. Guck mal. Ich weiß nämlich nicht, ob der zurückkommt. Jetzt mal ganz leise. Das sieht gut aus. Okay, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell.
Komm. Okay. Ihr wisst gerade so gar nicht, ne? Boah, was ich gerade für einen Adrenalin-Tick bekomme. Schub. Okay, da geht's nicht abwärts. Super. Oh nö. Nicht er schon wieder. Können auch nicht um die Ecke gerade gucken. Ganz leiser. Weiß nicht, wo er ist. Scheiße. Wo geht der jetzt lang? Okay, er geht da lang. Liegt so viel Muni, ne? Schon wieder Panik, ey. Ich hab da so eine Idee. Oder? Nee, ich muss das nur ausschalten, okay. Yeah. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, Leute. Ich mache einfach. Irgendwann muss sie doch mal wieder ein bisschen mehr Ruhe sein. Hört ihr was? Ich höre nichts. Okay, einmal kurz tief durchatmen. Und auf den erhofften Kontrollpunkt warten. Oh, ist das schön. Oh. Leute, ihr wisst nicht, wie geil das gerade ist, dieses Gefühl, ja, einen Kontrollpunkt erreicht zu haben mit dieser Stelle. Wirklich, also das ist für mich gerade... Ja. Es tut gut, es tut gut, es tut gut. Eine neue Waffe? Schauen wir mal. Ach nö, Munition. Ja gut. Nehme ich natürlich auch mit. Habe ich nichts dagegen. Oh nö. Nicht schon wieder. Ja! Ein Raum! Haben Sie es noch nicht kapiert? Nein. Er liebt es, andere zu quälen. Na echt? Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Ja. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen. Sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Okay, ja, das hatte ich mir schon gedacht, das mit dem Vertrauen. Weil ich habe ja schon mal gesagt in einer Folge, ich habe da so eine Ahnung. Ja. Ach, ich habe eh nicht genug, okay. Weil ich glaube nämlich, dass diese Olle, Kidman, in irgendeiner Weise mit dem Typen hier verwandt sein könnte. Das vermute ich mal.
Weiß es aber nicht. Ne? Also ich vermute es einfach mal so jetzt, wie sie sich verhalten hat. Sie ist neu da in der Gruppe reingekommen und... Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. So. Schauen wir mal weiter hier. Um. Okay, es scheint aber nicht zu sein mehr, ne? Nur dieser, Ah, doch, hier. Ist der Tür aufgegangen. Wisst ihr, wen wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Diese Olle mit den ganz vielen Armen. Uschi. Oh, wie heißt sie nochmal? Na. Nimm das doch. Ja, ja, hier musst du runterspringen. Aber willst du da nicht? Na, war das jetzt der Ruckler, der noch heute gefehlt hat? Wo ist denn meine Funzel hier? So, ich sehe auch was. Stimmt, jetzt können wir einmal kurz, weil wir haben nämlich jetzt genug. Was machen wir denn? Ich finde diese Explosivpfeiler eigentlich am geilsten. Ey. Ey. Dann machen wir davon ein. Ja, dann sind wir schon fertig. Kann ich diese Brenndinger? Doch, kann ich auch noch einen machen. Okay. Die finde ich nämlich auch ganz cool. So, jetzt holen wir unsere... Warum macht der so ein Blink-Blink? Okay. Machen wir das mal aus hier. Was ist das da? Das sieht ziemlich irritierend aus. Ich werde es gleich herausfinden. Ich muss bestimmt eh dahin. Na, da hat nämlich das komische Vieh den hingeschlüpft. Das nochmal. F, glaube ich, ne? Oh! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Sag mal, euch geht's aber zu gut, ja? Nicht mehr ganz dicht im Kopf. Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Dann würde ich trotzdem sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Break. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.